Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich wieder den Fabian von Lebenskraft pur dabei. Da freue ich mich sehr, dich heute wieder sozusagen in meinem Online-Studio zu haben. Wir hatten schon, ich glaube, in meinem Video veröffentlicht, da haben wir über grüne Pulver bei Lebenskraft pur gesprochen. Ich bin ein großer Fan von euren grünen Pulvern, Grashalmpulver, grünes Leben, auch Silizium Plus. Ihr habt jetzt auch ein Wildkräuterpulver, ein ganz tolles Wildkräuterpulver. Und da bin ich immer sehr begeistert von euren Produkten. Und heute haben wir uns auch ein ganz spezielles Produkt herausgesucht, nämlich die vitalstoffreichste Pflanze der Welt. Also man sagt von dieser Pflanze, sie wäre die vitalstoffreichste Pflanze der Welt. Und deswegen habe ich dich mal mit ins Boot geholt, weil auch Lebenskraft pur Moringa anbietet. Also es geht um Moringa, also Moringa in Pressling-Form. Also ich habe die Moringa in Presslinge geformt und dann habe ich mich bei dir ein bisschen erkundigt. Sag mal, wo kommt denn das Moringa her? Und es ist auch schön, wenn man ein bisschen so eine Transparenz hat. Wo kommt denn eigentlich ein Produkt, was wirklich auch von weiter herkommt? Es ist ja auch bekannt, dass Moringa jetzt bei uns offiziell nicht so verbreitet ist, eher so in südlichen Gefilden. Und es ist natürlich schön zu wissen, wenn man so ein Produkt kauft, wo kommt denn das her? Wie wird denn das hergestellt? Wer steckt denn dahinter? Und da wollen wir heute erstmal im ersten Teil darüber reden, was macht Moringa eigentlich so wertvoll und ist es wirklich die vitalstoffreichste Pflanze der Welt? Und dann nochmal so einen kleinen Einblick, würde ich dich bitten, mal einen kleinen Einblick zu geben, wie wird denn das hergestellt? Wer ist denn das, der das für Lebenskraft pur herstellt? Genau, ja. Also erstmal hallo auch an alle Zuschauer und vielen Dank für die Einladung, Silke. Freue mich immer bei dir zu sein. Genau, ja. Und wir sprechen heute über Moringa oleifera. Ne? Das ist so der Begriff, der lateinische Begriff. Ja, die vitalstoffreichste Pflanze der Welt. Ne? Klingt erstmal so reißerisch. Hat im Prinzip ja diesen Titel. Ne? Und hat auch durchaus irgendwo seine Berechtigung. Ja, nichtsdestotrotz, eine Wunderpille oder irgendeine Wunderpflanze gibt es meistens dann doch nicht. Ne? Also muss man auch wieder relativieren, immer wieder. Ne? Also es ist eine sehr, sehr spannende und interessante Pflanze. Und ja, ich würde sagen, ich lege einfach mal so ein bisschen los. Ne? Vielleicht mal auch noch mal ein bisschen zum Ursprung, könnte vielleicht auch interessant sein. Ne? Vielleicht der ein oder andere weiß, kann sich jetzt noch nichts drunter vorstellen. Ne? Gut, grün, ne? Also hier sind ja so ein Pressling, ne? Also die sind grün. Ne? Also wir haben ja auch ein erstes Anzeichen für Chlorophyll an der Stelle. Ne? Aber was ist es eigentlich? Woher kommt es? Ne? Und was ist es? Also Moringa ist ein Baum, der ist seit über 5000 Jahren schon in der Ayurveda bekannt und wird auch eingesetzt dort. An der Stelle auch nochmal ein kleiner Disclaimer gleich vorab. Ne? Also alles, was wir sagen, sind keine Heilversprechen oder sonstiges, sondern persönliche Meinungen. Ne? Beruht auf Erfahrungsheilkunde und spiegelt lediglich unsere Meinung wider. Soll jetzt aber keine ärztliche Empfehlung oder irgendwas sein, das dürfen wir nicht. Aber es wird in der Ayurveda seit 5000 Jahren auf jeden Fall angewendet. Interessant, so ein interessanter Fakt fand ich total spannend. Dieser Baum, ne, dieser Moringa-Baum, der lebt nur 20 Jahre. Das ist ja jetzt für einen Baum relativ wenig. Ne? Also wenn man jetzt hier in unseren Wäldern, die leben ja viel länger, ne, sage ich mal. Aber er wächst auch viel schneller. Ne? Also er kann zum Beispiel in einem Jahr mehrere Meter wachsen. Ne? Was aber ja dann auch irgendwo notwendig ist, ne? Wenn er nur 20 Jahre lebt, dass er dann auch schnell wächst. Ne? Fand ich ganz spannend. Ja, seit über 5000 Jahren, wie gesagt, in der Ayurveda eingesetzt und wird auch dort als die vitalstoffreichste Pflanze der Welt oder der Region, wie auch immer man das sieht, angepriesen. Ja. Der Ursprung von Moringa liegt in Indien, da ist er ursprünglich her, hat sich aber im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende bis nach Afrika, sag ich mal, ausgebreitet und wächst eben in diesen Regionen. Und genau, also das so ein bisschen zum Hintergrund. Jetzt die Frage, ne, warum die vitalstoffreichste Pflanze der Welt, könnte man sich ja jetzt noch fragen. In der Ayurveda, also die Ayurveda sagt, dass es bei über 300 Krankheiten zum Einsatz kommen kann. Ne? Und vor allem auch nicht nur erst, wenn die Krankheit ausgebrochen ist, sondern auch schon präventiv. Und das ist das bei Moringa, das ist das Wichtige bei Moringa überhaupt. Ja? Diese Dauerversorgung irgendwo ist sehr, sehr wichtig. Also das wird auch so angewandt in der Ayurveda. Ja, und also es hat mannigfaltige Wirkungen. Es ist, ja, also ich glaube, da könnten wir alleine eine Stunde füllen, wenn wir nur über die Wirkungen sprechen wollen. Deswegen würde ich die jetzt mal so zusammengefasst, kompakt einfach mal auch wiedergeben, weil, ja,
Also wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich mehrere Stunden nur über die Wirkung besprechen. Ja. Also es wird in der Ayurveda bei Verdauungsbeschwerden angewandt, bei allergischen Reaktionen. Sehr interessant, da gibt es auch Studien und Versuche, die das auch bei Tieren gezeigt haben. Ne? Und daran kann man ja immer schön erkennen, dass es dann auch kein Placebo oder so irgendwas wäre, sondern auch wirklich funktioniert, weil bei Tieren kann es sich schlecht einbilden, ne, dass es funktioniert. Das fand ich sehr interessant. Bei rheumatischen Entzündungen wird es auch oft angewandt. Bei Viruserkrankungen, bakteriellen Infektionen ist ein breites Spektrum. Es gibt sogar Hinweise bei Krebs, dass es in der Krebstherapie begleitend angewendet werden kann. Und dadurch, dass wir so ein extrem breites Vitalstoffspektrum haben, ist es natürlich auch bei allgemeinen Vitalstoffmängeln, sage ich mal jetzt, oder jemand, der sich einfach mal so generell was Gutes tun will, was Mineralien und Vitaminversorgung angeht, der hat da natürlich eine super Pflanze gefunden, die da einfach vieles abdeckt. Ja, also wenn wir da mal kurz reingehen, da muss ich auch mal einen schlauen Zettel schauen. Wir haben 18 Aminosäuren drin. Wir haben Vitamin A, B1, B2, B6, B7, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K. Wir haben die Mineralien Zink, Calcium, Magnesium, Selen, Eisen, Schwefel. Also ein Feuerwerk an Vitaminen, Mineralien, aber eben auch, ne, wir haben es ja schon gesehen, dadurch, dass wir auch hier an der Farbe, sieht man es ja schon, ne, es ist auch sehr grün, das heißt auch sehr chlorophyllhaltig. Da hatten wir das letzte Mal schon gesprochen, im anderen Video, das vielleicht, falls da jemand noch mehr wissen will, kann er sich auch das nochmal anschauen. Also über das, ja, Wundermittel in Anführungszeichen Chlorophyll, ne, sehr interessant. Es strotzt auch nur so vor Enzymen, ne, also Enzyme ohne Ende da drin, natürlich vorausgesetzt, das wird nicht erhitzt, sollte natürlich eine Rohkostqualität vorliegen, sonst gehen die Enzyme relativ schnell kaputt. Und auch sehr spannend, wir haben da eine ganz gute Konzentration von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren auch noch mit drin, was ja relativ ungewöhnlich ist, sage ich jetzt mal, bei grünen Pflanzen oder so, dass da irgendwo auch eine Konzentration von diesen Fettsäuren vorliegt. Ja, Beta-Carotin und unzählige sekundäre Pflanzenstoffe sind auch noch enthalten. Also es ist wirklich ein Feuerwerk an Vitalstoffen. Das ist auch der Grund, warum es in der Ayurveda eben als vitalstoffreichste Pflanze der Welt genannt wird, weil es eben so vielseitig und so breit anwendbar ist. Ne? Das ist so sagen wir, der Hintergrund davon. Ja? Und dann muss man aber auch irgendwo, wie gesagt, auch relativieren. Ne? Also kein Wundermittel, das darf man nie. Ich bin da immer ein bisschen konservativ und weil ja auch viele Dinge immer schnell so gehypt werden und so weiter, war ja bei Moringa auch der Fall schon. Und das ist es natürlich nicht. Also man darf sich jetzt keine Wunder erwarten, aber es ist eine sehr potente und vitalstoffreiche Pflanze. Ne? Das in jedem Falle. Ja, auch noch interessant, es hat eine hohe Konzentration an Botenstoffen und das garantiert, dass die Vitamine auch in die Zelle kommen. Ne? In die Zelle vor allem auch, wo es benötigt wird. Pflanzen haben ja immer auch Botenstoffe dabei und Moringa hat da besonders viele dabei und kann eben dann, sage ich mal, auch die Vitalstoffe in die Zellen bringen, wo es auch benötigt wird. Ne? Also im Prinzip durch diese Botenstoffe wird ja die Kommunikation dann auch sichergestellt. Ja, fand ich sehr interessant. Ne? Durch seinen Effekt bei Bakterien und Viren ist es auch in der Grippezeit extrem interessant. Also in Afrika wird es auch sehr viel eingesetzt, da wächst es ja mittlerweile sehr, sehr stark und da wird es natürlich auch, das ist ja immer ein Thema, ne? Viren, Bakterien und so weiter und da wird es auch präventiv sehr, sehr stark eingesetzt. Ne? Also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und wichtig ist halt eben da eben diese konstante Einnahme. Also klar, man kann es auch nehmen, wenn man schon eine Erkältung hat oder einen Schnupfen oder eine Grippe oder so, aber deutlich effizienter ist es, wenn man, sage ich mal, vorbeugend schon das Ganze nimmt und, sage ich mal, eine regelmäßige Einnahme hat, weil dann hat man eben diesen präventiven Effekt. Ne? Ich hatte ja vorhin auch genannt, dass man Moringa sowohl bei Krankheiten, aber auch präventiv, damit sie gar nicht erst kommen, da wird es oft genommen. Und das ist genau bei diesem Beispiel der Fall. Ne? Man sollte es einfach, sage ich mal, die Kontinuität ist es A und O, ne? Zusammengefasst. Und ich finde ja auch, es enthält ja auch Bitterstoffe. Es hat ja auch so eine leicht bittere Note. Das schätze ich ja auch immer generell an Wildkräutern oder auch an Moringa. Ja. Das
ein bisschen bitter schmeckt. Da gibt es ja auch Mint und Graviola und Papaya-Grün. Die sind ja richtig bitter. Man kann auch, genau, wenn man diesen Effekt der Bitterheit auch bei Moringa haben will, kann man die natürlich auch zerkauen. Ne? Also dadurch, dass wir ja hier auch, da kommen wir vielleicht später noch drauf zur Herstellung, ne? Weil wir arbeiten da ja mit einem total, also es ist ein total tolles Projekt, was wir da haben, wie wir die herstellen, da reden wir ja gleich noch drüber. Aber man kann die auch zerkauen und dadurch, dass wir keinerlei Zusatzstoffe oder gar nichts da drin haben, ist das auch wirklich dann einfach wieder, löst sich vollkommen auf und kann man auch zerkauen. Aber man muss es wollen. Ist schon wirklich sehr bitter und eigen. Der Geschmack ist sehr eigen. Ich habe es ja auch, und was ich so toll finde, dass es eben Presslinge sind, dass es nicht so in Kapseln ist. Und manchmal, ja. Man kann das auch, ich habe das auch mal schon eine Stunde oder ja. so lassen. Das löst sich dann so ganz langsam auf. Also wenn man diesen Geschmack mag, das ist bittere. Und aber es wird auch empfohlen, also wer das gar nicht mag, kann es auch mit Wasser einnehmen. Ne? Aber genau, einfach dann schlucken, sage ich mal. Genau, ja. Weil du es gerade ansprichst, genau, also Moringa, wenn man es, sage ich mal, jetzt nicht als Pulver hat, weil man eben, ich meine, der Geschmack ist schon wirklich auch gewöhnungsbedürftig, ne? Man muss es schon wollen. Ja. Von daher für allejenigen, die es vielleicht nicht so arg gern mögen, haben wir es jetzt eben dann auch als Presslinge gemacht. Und das Schöne ist, wir haben wirklich hier ein 100% reines Produkt, also keinerlei Zusatzstoffe oder so, kein Klebstoff oder sonstiges, dass man die Presslinge kriegt, ist auch ein einzigartiges Verfahren, was wir da haben. Ne? Und wir haben auch, also bei Kapseln hast du halt auch das Problem, da kriegst du halt auch nicht so viel rein in so eine Kapsel. Ne? Das ist meistens auch preis-leistungstechnisch nicht ganz so attraktiv. Mit dem Pressling, das ist 1 Gramm. Ne? So ein Pressling hat wirklich 1 Gramm. Und wir haben da 300 Gramm Presslinge. Also ich habe jetzt keine Anzahl, aber 300 Gramm, das ist echt einiges. Und ja, also gut, Anzahl logisch, ne? Wenn 300 Stück. Genau. Also 300 Presslinge da drin und das ist natürlich schon eine Menge auch. Ist auch so ein bisschen preis-leistungstechnisch deutlich attraktiver. Ne? Man braucht keine Zusatzstoffe, man hat keine Kapsel und ja, man kriegt es preis-leistungstechnisch auch ein bisschen attraktiver hin in den Presslingen. Und deswegen haben wir uns dafür dann auch, sage ich mal, entschieden. Jetzt ist ja auch so, du hattest ja schon erwähnt, es wird manchmal ein bisschen gepusht mit der Moringa und ja. Es gibt ja auch immer, bekommen dann auch immer so Feedback und sagen, ja, aber wir haben ja hier in Deutschland oder Europa auch sehr potente Pflanzen, so die Brennnessel. Absolut. So. Das ist ja auch alles, ist auch wichtig. Wir haben hier ganz, ganz tolle Wildpflanzen. Also die mich ja schon länger verfolgen, wissen ja auch, dass so Wildpflanzen, heimische Wildpflanzen auch so, naja, so eine Säule meines Tuns ist. Und aber nichtsdestotrotz kann man sich ja trotzdem auch potente Pflanzen, sag ich mal, gerade wenn man so ein tolles Projekt unterstützt und Menschen ja. sagen, Moringa hat so eine tolle Wirkung auf mich, das bekomme ich jetzt mit einer Brennnessel zum Beispiel nicht hin. Also dann finde ich, dann kann man wenigstens schauen, wo kommt denn das her? Man unterstützt ja auch ein tolles Projekt dort vor Ort. Das darf man auch nie vergessen, auch wenn man immer sehr so auf Regionalität und Saisonalität achten. Das mache ich ja auch in großen Teilen, aber man darf auch nicht vergessen, wenn man hochwertige Produkte eben aus Afrika oder Asien kauft, unterstützt man da ja auch Familien, man unterstützt ja auch Menschen dort vor Ort, die einfach auch eine tolle Sache machen. Und das darf man nicht vergessen. Deswegen finde ich es heute für dieses Video auch so wichtig, dass wir darauf eingehen, wie werden eure Presslinge hergestellt? Ja. Werden ihr zusammen? Absolut wichtiger Punkt, ja. Dass man dann einfach auch, sage ich mal, wenn man sich Pflanzen jetzt von anderen Ländern auch bedient, dass es dann auch nachhaltig ist. Ne? Das ist ja auch so sehr stark unser Motto, dass man da halt auch einfach dann vernünftige und faire Bedingungen auch schafft. Und wir haben da würde ich mittlerweile schon sagen, Freund, von mir, der ist seit 30 Jahren ausgewandert, oder vor 30 Jahren ausgewandert nach Namibia, also in Afrika, Namibia, und hat da vor 5 Jahren dann eben die Moringa-Pflanze für sich entdeckt und auch, was das für eine Bedeutung für die Menschheit hat. Ne? Das hat er festgestellt und hat sich dann auch sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und arbeitet daher auch aufgrund dessen, weil dieses ganze Know-how über Moringa, das ist natürlich, also das ist ja oft so, ne? Wenn man sich mit einer Sache beschäftigt, da ist es am Anfang, sage ich mal, kommt man schnell rein, aber es geht sehr stark in die Tiefe. Ne? Das ist ja auch bei den ganzen Themen, was Naturheilkunde, Rohkost und so weiter angeht. Man kommt schnell rein, aber man merkt irgendwann, oh, das geht aber ganz schön tief rein noch. Ne? Und deswegen arbeitet er auch sehr stark mit den lokalen Frauen auch vor allem vor Ort in Namibia zusammen, weil die natürlich auch schon durch ihr ganzes Know-how, ihr ganzes Leben lang kennen die Pflanze sehr gut. Und er arbeitet da sehr stark und hat da im Prinzip auch so ein Projekt geschaffen. Ne? Also er bezahlt da die Frauen vor Ort, schafft da die Arbeitsplätze, sage ich mal, und bezahlt die einfach auch sehr, sehr fair. Ne?
Also wirklich ein tolles Projekt. Wir haben ja auch so ein paar Bilder noch von vor Ort. Ich glaube, die kannst du ja vielleicht im Video so ein bisschen einblenden, ne? Das ist echt eine ganz tolle Sache und das fand ich einfach sehr unterstützenswert, ne? Dass man da einfach, sage ich mal, in Afrika, was ja einfach nicht das reichste, also von den Naturschätzen schon das reichste Land eigentlich der Welt ist, aber monetär gesehen ja irgendwo doch sehr arm leider. Und dass man da was unterstützt, das fand ich einfach sehr gut. Und deswegen arbeiten wir da mit meinem Freund auch zusammen und der arbeitet dann eben mit diesen einheimischen Frauen auch vor Ort und dort wird es dann einfach ja in wirklicher Manufakturarbeit, Handwerksarbeit auch hergestellt. Ne? Das ist im Nordosten von Namibia, das ist die Zambezi-Region. Das ist eine sehr spannende Region, weil das ist auch das Herz des weltgrößten Peace Parks. Peace Parks ist so ein total interessantes Projekt. Es geht nämlich über, sage ich mal, jetzt so einen normalen Naturschutzpark hinaus. So ein Peace Park ist im Prinzip, geht dann so ein bisschen ins Politische noch rein. Das sind dann immer so Regionen, vielleicht für denjenigen, der es nicht kennt, wo sich quasi, das ist meistens so länderübergreifend, eine länderübergreifende Region und da kommen tatsächlich 5 Länder zusammen und man hat sich halt geeinigt, ne, dass das quasi so der Peace, Frieden, also im Prinzip so dieses Naturschutzgebiet quasi und dieses friedliche Gebiet, wo verschiedene Länder zusammenkommen. Und es gibt ja in Afrika viele Konflikte. Und daher ist es auch echt eine tolle Sache, sowas. Und da ist es eben, da wird es auch angebaut, ne, in diesem Peace Park. Und das ist neben diesem moralischen Aspekt einfach interessant, ist es auch noch von der Region her sehr interessant, weil die Luftbedingungen sind dort extrem gut. Und dort wachsen die Moringa, also man muss wissen, Moringa bezieht bis zu 85% seiner Nährstoffe aus der Luft. Ja? Also nur, sagen wir mal, nur um die 15-20% aus dem Boden raus und der Großteil aber über die Luft. Das ist auch sehr spannend bei Moringa, finde ich. Und daher ist die Luftqualität extrem entscheidend bei Moringa. Und dort leben wir, von der Luftqualität ist es sehr gut und wir leben auch in einer Vulkanregion dort. Also es gibt auch Vulkane, ne? Das heißt, in Vulkanregion heißt immer sehr fruchtbarer Boden und sehr fruchtbare Umgebung. Ne? Weil Vulkan zieht ja die ganzen Mineralien, sind ja da überall enthalten im Boden. Und auch in der Luftstelle ist es meistens eine sehr gute Luft. Und deswegen haben wir da eine wirklich absolute Spitzenqualität. Also wir haben ja uns auch den ganzen Markt da wieder angeschaut, wie wir es ja meistens machen, ne? bei den ganzen Spezialprodukten. Bei Moringa muss man verdammt gut hinschauen, das ist auch noch ein interessanter Punkt. Moringa ist neben Chlorella, ist ja auch ganz wichtig, dass man da schaut, was die Verunreinigungen angeht. Ne? Dadurch, dass Moringa seinen Ursprung in Indien hat und da gibt es auch noch sehr viel her und Indien ist ein sehr kritisches Land, also da muss man wirklich genau hinschauen, was man kriegt, weil da auch der Verunreinigungsgrad leider, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass da die Verunreinigungen ja hoch sind. Ne? Und deswegen ist es extrem wichtig. Also ich würde sagen, Chlorella und Moringa, da muss man ganz, ganz, ganz genau hinschauen und auch am besten immer Analysen anfordern, wenn man sich da was kauft, weil die Chance ist relativ groß, dass es da Verunreinigungen gibt. Da gab es auch mal vor Jahren, ist immer noch so, wirklich Beschaffungsschwierigkeiten, weil man kaum ein Moringa gefunden hat, was nicht verseucht war jetzt irgendwo, ne, oder verunreinigt. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh drum, dass wir da jetzt so ein tolles Projekt gefunden haben, wo wir auch einfach eine Spitzenqualität haben, wo alles passt. Ja? Also wir haben super Anbaubedingungen dort, wir haben eine Spitzenqualität, wir haben vom Moralischen her das Ganze echt super, super gemacht, bieten dort auch vor Ort einen Mehrwert für die Menschen dort. Ja, und das war einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, geniales Produkt. Ne? Das ist genau so, wie wir es eigentlich, sage ich mal, unser Wunsch, ja, unser Traumprodukt, ja, wenn wir da so die Bedingungen schaffen. Ja, genau, und da wächst es dann auch, ja. Und ich weiß ja auch, dass du zum Beispiel einige Pulver, dass ihr die selber mischt. Ja. Wie ist denn das jetzt bei Moringa? Macht ihr die Pressing selber oder wird es da wirklich vor Ort? Ja, also es wird an der Stelle tatsächlich, also was wir machen ist, wir kaufen, also wir machen durch diese Projektpartnerschaft, ne, mit meinem Kumpel dort drüben, machen wir es halt einfach so, dass wir sagen, hey, wir wollen den Produktionsprozess möglichst dort haben und machen dann den finalen Schliff quasi dann noch hier bei uns. Ne? Also die Pressung ist nämlich auch ganz wichtig, weil da geht es jetzt auch wieder um Qualität. Ne?
Natürlich könnte man auch hier das Moringa-Pulver pressen, aber dann hast du wieder einen Qualitätsverlust, weil die Herstellung, sag ich mal, bis man dann am Schluss so ein Pressling hat und den auch noch am besten rein, so wie bei uns, also ohne Zusatzstoffe, das ist extrem komplex und bedarf ganz vieler, ja, auch wirklich akribischer Schritte, die man ganz genau einhalten muss, weil sonst funktioniert es nicht. Ne? Sonst hast du am Schluss irgendwie keinen Pressling, der gut zusammenhält, oder du hast, das ist auch von der Farbe her, ne, das kommt jetzt vielleicht über die Kamera nicht so ganz rüber, aber das ist wirklich ein leuchtendes Grün. Ne? Und ja, das ist, dass du wirklich diese Power auch in den Pflanzen hast, da bedarf es wirklich ganz, ganz wichtig, oder ja, streng einzuhaltender Schritte und die auch sehr akribisch. Ja. Ich könnte da vielleicht mal gern durchgehen, ja, wie das so passiert. Ne? Also du hast quasi im ersten Schritt, ist ganz wichtig, dass man das Moringa zur richtigen Tageszeit erntet. Ja? Also es fängt wirklich schon da an. Und die frischen Blätter müssen auch in kürzester Zeit dann auch geerntet werden, weil natürlich gerade auch in Afrika, ne, da hast du ja sehr große Temperaturen und Hitze. Wenn die Blätter ja nicht mehr am Baum hängen, am Ast, ne, dann hast du halt, also sie gehen relativ schnell kaputt. Deswegen muss man die relativ schnell ernten, in sehr schneller und kurzer Zeit. Wichtig ist auch, was auch häufig falsch gemacht wird, ist, dass die Moringa-Blätter dann erstmal auf einem Laubhaufen, sage ich mal, ne, gesammelt werden. Das ist aber ein großer Fehler, weil da hast du ganz, ganz schnell Temperaturen von über 40, 50, 60 Grad. Also das ist ja dadurch, dass es eben so heiß ist, hast du da eben wahnsinnige Temperaturen und dann geht schon viel kaputt. Also man darf es nicht als geschichteten Haufen irgendwo lagern. Also man muss es schnell ernten und dann auch nicht horten, ne, auf einem Haufen oder so. Das ist ganz wichtig, wird ganz oft falsch gemacht. Danach werden die Äste dann, ne, man erntet es als Ast quasi, und die Äste werden dann aufgehängt. Und dabei werden dann auch schon, sage ich mal, qualitativ schlechtere Blätter, sage ich mal, aussortiert. Und die kleineren Äste, die sind oftmals auch irgendwo verunreinigt, ne, Staub, du hast ja da viel Sand und alles, ne, werden dann durch Frischwasser quasi durchgezogen einmal und dann an eine Leine quasi gehängt. Ne. Und das Ganze auch in einem dunklen Raum ist auch ganz wichtig, dass die Blätter dann quasi in einem dunklen Raum auch getrocknet werden und werden da auf so eine Drahtleine dann quasi, ne, gespannt quasi oder aufgehängt. Ne? Und dann beginnt der Trocknungsprozess bei unter 40 Grad, dauert 48 Stunden ungefähr, und danach ist es getrocknet und danach werden quasi die Blätter vom Ast gezogen. Ne? Und dann habe ich die getrockneten Blätter vom Ast gezogen und die werden dann in einem Mörser wirklich, also Handarbeit, werden die gemörsert, die Blätter, und zu Pulver vermahlen. Und dann wird es dreimal gesiebt, ist wirklich sehr, sehr aufwendig und auch gestampft. Hat den Vorteil einfach, man kann auch die, sage ich mal, nicht so feinen Pulverbestandteile, haben ja genauso viel Vitalstoffe drin, ist ja nicht schlechter, aber man kann eben dieses ganz feine Pulver, was man nach dem dritten Mal sieben hat, kann man einfach dann zu so einem Pressling verarbeiten. Oder viel besser, ja. Also wenn ich nur grobe Bestandteile noch drin habe, dann wird es schwierig, dann brauche ich vielleicht wieder Hilfsstoffe. Ja? Also ist wirklich sehr, sehr mühevolle und akribische Kleinarbeit. Wird danach zum Pulver gemahlen und dann wird es eben in die große Presse gegeben und dann werden da durch ganz langsame und schonende, das ist, ja, kann man sich auch vorstellen, durch große Kraft quasi, aber ganz langsam schonend bei niedriger Temperatur wird dann eben dieser Pressling daraus gemacht. Und dann, ja, haben wir im Prinzip so den Weg vom Blatt quasi zum Pressling am Schluss, ne, vollendet. Und das Tolle ist einfach dabei, dass da so schonend gearbeitet wird. Wir haben hier wirklich eine Rohkostqualität noch vorliegen, also nie über 40 Grad. Dadurch, dass es auch so schnell verarbeitet wird und nicht den großen Temperaturen dann irgendwo in einem Haufen ausgesetzt ist, haben wir wirklich die totale Rohkostqualität und alle Vitalstoffe noch erhalten. Ja. Das ist auf alle Fälle mal ein total interessanter Einblick. Ich liebe das, wenn ich weiß, wo kommt was her, was ich konsumiere. Wenn ich genau mal weiß, wer stellt es her, wie wird es gemacht, das finde ich einfach enorm. Diese Transparenz hat man ja heutzutage bei ganz wenig Produkten, auch jetzt bei kleinen, irgendwelchen technischen Geräten, aber finde ich ganz toll, da mal wirklich mal so reinzuschnuppern. Ihr habt ja die Fotos auch gesehen, also das ist wirklich, da hat man wirklich ein gutes Gefühl, dass man da wirklich auch eine gute Sache unterstützt und das App auch noch was
was Gutes tut. Und ich finde, ihr habt auch immer so schöne Etiketten. Also das ist wirklich auch was, was man mal gut verschenken kann. Ne? Wenn man weiß, ja, absolut. Ja, das Moringa mag und man denkt, dass diese Pflanze könnte jemandem weiterhelfen in der Gesundheit her, dann kann man diese Flasche auch einfach mal gut verschenken mit diesem Pressing. Nicht jetzt irgendein Pulver, was manchmal vielleicht auch schwieriger einzunehmen ist. Die Pressing mit Wasser ist ja ganz einfach dann auch so. Ich glaube, ihr empfehlt bis zu 8 am Tag. Ne? Genau. Das ist gewichtsabhängig. Wir haben da auch bei uns auf der Webseite so eine Gewichtsstaffel irgendwo drin. Wenn ich mich jetzt, bin jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, es sind pro 10 Kilogramm Körpergewicht ein Pressling. Aber das kann man nochmal bei uns auf der Webseite dann. Ich habe es nicht mehr 100% im Kopf, aber ich glaube, so war es. Okay. Lieber Fabian, ich danke dir. Es war jetzt total für mich auch spannend. Also ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Moringa die Luft, also saubere Luft benötigt und sehr viel auch aus der Luft benötigt. Das wusste ich jetzt nicht. Das war mir so ganz neu jetzt. Ja, und deswegen haben wir ja auch das Problem, dass so viel verunreinigt sind, ne? Weil gerade in Ländern wie Indien hast du halt einfach oftmals keine, also das gilt nie pauschal, es gibt auch gute Sachen aus Indien, gar keine Frage, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, weil die Luft auch nicht so gut ist. Ne? Du hast ja auch schon Chlorella erwähnt, ihr habt ja auch das Chlorella aus Klötze, in der Alpen Klötze, die habe ich auch vor ein paar Jahren besucht, da werde ich auch mal das Video oben verlinken, wer da mal hinschauen will. Ihr habt da auch Presslinge, ne? Die Presslinge. Genau, genau. Das ist halt das Schöne, ne? Klar, man kann mit Pulver aufarbeiten, aber ich sage mal wirklich auch für Anfänger oder auch mal, sage ich mal, wenn man, manchmal will man den Geschmack halt einfach nicht haben. So. Das ist halt einfach so, gerade Anfänger auch wirklich, die vergrault man manchmal mit so Geschmäckern und die können dann aber trotzdem, sage ich mal, von den Vorteilen profitieren davon halt. Ne? Natürlich, es soll jetzt kein Freifahrtschein sein. Ja? Wir wissen ja um die Wichtigkeit der Bitterstoffe Bescheid. Es ist bei vielen Personen halt oftmals auch ein Prozess. Ne? Man kann jetzt nicht, wenn man gleich wirklich mit Ziegenkräutern auf jemanden zukommt, dann vergrault man den halt. Ne? Man weiß es ja vielleicht aus seinen eigenen Anfängen noch, dass man manchmal einfach ein paar Prozessschritte braucht, bis man dann auch mal sich an die Bitterstoffe gewöhnt hat und so weiter. Ne? Und da hat man halt wirklich eine schöne Anfängermöglichkeit auch, ja, um direkt von den Vorteilen halt auch zu profitieren. Ne? Genau. Und was ich noch erwähnen wollte, das ist jetzt Moringa, wenn jemand sagt, nee, also ich will lieber nur regional kaufen oder was, ihr habt ja auch zum Beispiel dieses Wildkräuter pur. Ja. Genau, das könnte ich auch empfehlen, das ist eine wunderbare Mischung. Ich glaube, du hast da mit dem Uncas zusammengearbeitet, der auch diesen tollen Kongress gemacht hat. Und es ist wirklich eine wunderbare Mischung. Also wenn jetzt jemand sagt, nee, ich möchte lieber heimische Wildkräuter, dann ist das ein super Pulver, gerade für Menschen. Ja. Ich meine, ich sammle ja auch viel Wildkräuter frisch oder trockne sie mir dann selber, aber es gibt ja Menschen, die haben nicht so die Ambitionen und denen nicht die Zeit und dann ist auch so, gerade für den Winter, finde ich, so ein Wildkräuterpulver, was ja auch, wo ja noch die Mineralstoffe und Spurenelemente enthalten sind, das schmeckt ja auch leicht bitter, aber es ist nicht so bitter wie sieben Kräuter, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Mischung, die euch da gegeben ist. Also das ist jetzt noch was für diejenigen, die sagen, ich möchte lieber heimische Wildkräuter. Genau, genau, da gibt es dann einmal... Genau, gibt es einmal die Wildkräuter pur, ne, die Mischung mit dem Ungas oder eben auch die Bertrand-Heidelberger Mischung, ne, die sieben Kräuter quasi. Das ist auch eine ganz tolle Mischung und auch eben, sag ich mal, nur aus heimischen und regionalen Wildkräutern. Wildkräutern, genau. Ja, genau. Also alles was dabei. Das ist auf alle Fälle ein gutes Sortiment und wir haben jetzt noch eine Aktion für die Zuschauer. Und du, also Lebenskraft pur, gibt 5% für eine Woche auf einen Einkauf, also nicht nur auf Moringa, da kann alles. Ihr könnt ihr euch im Shop umschauen. Ich setze euch auf alle Fälle den Link unter dieses Video und es gilt, wir haben uns jetzt ausgemacht, vom 3. bis zum 10. November. Also bis zum 10. November bekommt ihr den 5% Rabatt und der Code lautet Silke Moringa, das ist aber auch unten noch verlinkt. Also das jetzt könnt ihr euch rauskopieren und dann könnt ihr euch einfach umschauen. Ich werde, genau, das Video habe ich ja verlinkt schon, wo wir über das Chlorophyll gesprochen haben. Da haben wir auch verschiedene grüne Pulver vorgestellt. Das sind eigentlich auch, das waren auch alle grünen Pulver, also alle Produkte, die ich jetzt auch selber von Lebenskraft pur schon länger jetzt verwende, wo ich auch wirklich dahinter stehe, wo ich auch sage, damit kann man auf alle Fälle seine Gesundheit verbessern oder sein Lebensgefühl auf alle Fälle. Gerade bin ja so ein ganz großer Fan von dem Grassaftpulver, das weißt du ja. Das ist so mein absolutes Lieblingsprodukt. Da hatte ich auch schon ein Video gemacht, wo ich auch zeige, wie es hergestellt wird. Na, auch das ist nochmal eine ganz andere Qualität, wenn ich mir jetzt hier Kamut und Gerste ziehe, als wenn das auf Vulkanböden wächst. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Und das schmeckt man auch. Ich merke das auch an der Vitalisierung, am Geschmack. Das sind einfach Unterschiede.
Ja, du schmeckst einfach diese Mineralien, ne? Das ist so eine ganz leicht salzige, also es wird als so leicht salzige Note wahrgenommen. Und das sind einfach diese vielen Mineralien, ne? Die haben einfach diesen Geschmack. Ne? Wenn man Sport macht, also ich mache ja auch regelmäßig Sport und es ist einfach toll, ich löffel ja dann das Grassaftpulver auch manchmal so. Es ist einfach so, ja, man merkt, dass der Körper das aufsaugt. Ja. Genau. Also an alle, die sich dafür interessieren, ihr könnt euch gerne im Shop umschauen. Also was ich auch immer gerne empfehle, also gerade für meine Jungs, das verwenden wir Zahnkristalle aus Xylit. Habe ich ja auch schon einige Videos dazu gemacht, dass es eben Karies verhindern kann. Und auch ihr habt so tolle Zahnpulver. Die habt ihr auch mit der Dr. Karin Bender-Gonzer entwickelt, die ich auch sehr schätze, die holistische Zahnmedizinerin. Mit der werde ich auch bald noch ein Video machen, da freue ich mich auch. Okay. Die Links findet ihr alle unten. Und dir, Fabian, dir danke ich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön auch. Und ja, ich bin auf alle Fälle interessiert auch noch an mehr Interviews über gewisse gesundheitliche Themen. Wir wollten ja auch noch mal über Mikroalgen wollten wir auch noch mal sprechen. Ja, spannendes Thema, ja. Genau. Also freue ich mich ja total. Ihr bekommt ja da auch, ich weiß nicht wann, so ganz ein tolles Produkt. Das klang schon mal sehr vielversprechend. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das möchte ich auch gerne testen. Genau, ja. Liebe Zuschauer, ich hoffe, dieses Video hat euch inspiriert, vielleicht doch mal Moringa zu probieren oder dieses Projekt zu unterstützen oder ein anderes grünes Pulver zu testen. Ihr wisst ja auch, Chlorophyll ist für mich auch so ein ganz wichtiges Thema. Gesund grün essen war ja auch mein E-Book, da beschreibe ich zum Teil ja auch Moringa, also habe ja auch ein paar grüne Pulver von dir empfohlen. Da beschreibe ich natürlich auch frische grüne Kost, also Kulturgrün natürlich auch ein ganz großer Wildkräuteranteil. Also wer sich für gesund grün essen interessiert, für dieses E-Book, das verlinke ich euch auch unten in der Infobox beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Ja, wir wünschen euch jetzt noch eine wundervolle, erfüllte Zeit und sagen bis ganz bald. Tschüss!